Schönen guten Morgen, Leute. Heute nahm ich mir vor, einmal so kreuz und quer durch Kanchanaburi zu fahren und die weniger bekannten Orte aufzusuchen. Das kommt aber raus, Dr. Hanna Farm. Das sind so die Orte, die bei den Thais sehr beliebt sind. Selfie Time. Sind die echt oder? Nee, Kunstblumen. Der Eintritt ist kostenlos, aber irgendwie müssen sie sich ja finanzieren und haben so ein kleines Restaurant. Naja, sehen wir uns mal oben um. Und das ist ja auch wieder witzig gemacht. Sind alles Wasserflaschen, Plastikflaschen. Ja, gute Nacht, Koi. Farm ist schon zutreffend. Da wird Gemüse angebaut. So ein Sichtschutz zum Toilettenbereich hin. Ich dachte zuerst, da würden Zimmer vermietet, ist aber nicht der Fall. War mal ein Restaurant. Oh, die ist ja ganz schön steil. Ganz schön Regen runtergekommen. Ein Vogelnest, Banok. Da könnte man noch coole Zimmer draus machen, so stehen sie leer rum. Doch ihr könnt das sehen, war eher sowas für geschlossene Gesellschaften. Mit der Pflanzenanzucht scheint nicht ganz zu klappen. Sieht alles ziemlich kläglich aus. Mach die Tür zu, Koi. Bitte Plateau. Bitte mir dai. Und dann kaputt. Morgen. Vergessen, wie die Dinger hießen. Die kommen aber recht gut. Die sind echt, dachte wir Plastik. Wir fuhren mal zum River Kwai runter und sehen euch das an. Die Straße wurde komplett verbreitert und hier eine riesen Baustelle. Keine Ahnung, was sie vorhaben. Nehmen an, die machen jetzt mal eine vernünftige Uferpromenade hier hin. Naja, no entry. Ich sag denen, ich hätte das Schild nicht gesehen, wenn jemand was sagen sollte. Alles schön gut mit den Umbaumaßnahmen, aber mussten auch wieder jede Menge Bäume drunter leiden. Da werden schon Erdmassen bewegt. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, dass sich das Ganze so extrem verändern wird. Den Chuk Don Beach kann ich euch noch bieten. Auch noch nie von gehört. Die schwätzen da die ganze Zeit über Phalanx. Keine Ahnung, ich höre da nicht zu. Karl meint, ich soll besseren Mund halten. Das ist auch wieder so eine Location, wo die Thais ihre Fotosessions abhalten. Meistens erst am Abend oder am späten Nachmittag was los.
wird hier auch Eimer zu trinken. Kai hat einen neuen Kumpel gefunden. Na, du alter Flohjibbel. Hm, nichts zu fressen, wa? Ah? Ah ja, toter Fisch. Rechts hoch oder links hoch? Gehen wir mal links hoch. Guck mal hier, ein Mini Skywalk. Darf nicht wahr sein. Also schon schön, so am Fluss zu sitzen, was zu essen, könnten wir auch machen. Der vermisst Koi. Wenn man schwerer ist, hängt man bei den Dingern mit dem Hintern im Wasser. Das muss ja kommen. Man geht hart, mein? Der nahm tatsächlich ein Bad. Darf nicht wahr sein. Der Kleine hat ja eine raffinierte Frisur. Da ist. Gib ihm noch, hab, gib ihm noch. Nee, nee, Junge. Essen müssen wir woanders. Die haben alle noch geschlossen, machen erst am Abend auf. Auf dem Weg zur nächsten Location kamen wir an diesem Tempel vorbei. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie der heißt, Leute. Und eigentlich interessiert mich nur diese schöne, reichhaltig verzierte Figur. Momentan ziemlich schwierig mit der tiefstehenden Sonne. Da immer alles vernünftig aufzunehmen. Es ist eine Heidenarbeit, die ganzen Ornamente anzubringen. Das befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Da tummeln sich einige Fettebrocken. Liegt auch wieder direkt am Fluss. So, wir werden hier was essen und meine Batterie ist leer. Das fand ich auch nur wieder durch puren Zufall. Und zwar durch das The Curve Coffee und Bakery. Ist so ein Aussichtspunkt hier. Das Ganze befindet sich in der Nähe eines Tempels. Das scheint jedenfalls sehr bekannt und beliebt zu sein bei den Thais.
kommen ganze Minibusse an. Wir fuhren dann doch mal kurz zur River Kwai Bridge. Der übliche Touristenrummel hier, auch wenn momentan nicht viel los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fuhr eigentlich nur hier vorbei, um mal festzustellen, ob sich da im Laufe der Jahre etwas verändert hat. Also wirklich getan hat sich nichts. Alles noch so touristisch, wie ich es in Erinnerung habe. Ihr seht selber hier überall Schürze. Ich glaube, die Stände waren früher noch nicht mal da. Also die ganzen Stände waren mit Sicherheit damals nicht da. Da kann man mal wieder dran sehen, dass der Inlandtourismus sich sehr gut entwickelt hat. Naja, ich spaziere mal kurz drüber. Also manchmal ist die Kai wie ein kleines Kind, sie hätte Angst, dass hier ein Zug ankommt. Mir glaubte sie nicht, dann musste da extra nochmal einen Thai fragen. Bei dem Restaurant sieht dann nicht so gut aus, alles verwaist, alles leer. Fleißig mit Angeln beschäftigt. Da scheint noch alles offen zu sein, aber auch keine Menschenseele da. Zu diesem seltsamen Camp fahren wir heute nicht runter, Leute. Lohnt sich nicht. Soweit ich das von hier aus gesehen habe, hat sich da auch nichts getan. Und wir machen mal Schluss für heute, suchen uns ein neues Hotel, da checken wir heute Morgen aus. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Gut gehen. Ja Leute, ihr wisst, ich bin nicht sonderlich verwöhnt, was Hotelzimmer betrifft, aber was die für Höhlen anbieten hier für teuer Geld, 650, 850 Baht, also ist es letzte. Und wir waren eine Stunde unterwegs und fanden jetzt dieses Zimmer hier nicht optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Vergleich zu den anderen Hütten Gold wert. Und ich bin ehrlich gesagt froh, wenn es morgen weitergeht. Wir werden Richtung Chonburi fahren. Also Kanchanaburi ist schon etwas seltsames Pflaster geworden. Früher hatte ich das Empfinden nicht so stark, aber auch hier mal wieder keine Gäste oder weniger Gäste. Und die Preise gehen in die Höhe.